So gehen wir ins nächste Video rein. Realer Irrsinn, Baustellen, Seifenoper in Bremen. Die Martini-Straße in der Bremer Innenstadt wird umgebaut. Mal wieder. Zum insgesamt vierten Mal in 3 Jahren. Das Ziel war schon damals klar. Der Autoverkehr in der Martini-Straße soll deutlich reduziert, der Platz für Fahrradfahrer und Passanten erheblich vergrößert werden. Genau das gleiche kenne ich bei uns in der City, ohne jetzt einen Namen zu sagen. Hat das nicht irgendwie jede City, dass es immer so eine Straße gibt oder mindestens 2 Straßen gibt oder eine Area, die gibt, die da immer umgebaut wird und ähnliches, um die Personengesellschaft bzw. die Bürgergesellschaft zu fördern, indem sie einfach Straßen entfernen und einfach nur Radfahrer machen oder Bürgersteige machen und ähnliches. Und trotzdem hilft das einfach nicht. Der Beschluss steht ja schon lange fest, die Martini-Straße zurückzubauen. Schon im alten Verkehrsentwicklungsplan war sie als Rückbau beschlossen. Aber wie kriegt man so einen Rückbau nur hin? Aus 2 Spuren in jede Richtung für die Autos, 1 Spur in jede Richtung für die Autos. Das ist immer ein Fehler, aus Straßen und 2-Spuren-Straßen wieder einspurig zu machen. Es hat ja einen Grund, warum eventuell die Straßen 2-spurig gemacht worden sind vor Jahren. Vor allen Dingen sehe ich auch hier gerade in dem Video auch im Hintergrund alles gesperrt und ähnliches. Das ist nicht gut. Auf keinen Fall. ...zu machen und eine richtige Fahrradspur einzurichten. Die Idee gab es schon vor 2, 2,5 Jahren. Ja, aber diese naheliegende Idee wird erstmal nicht einfach so umgesetzt. Nicht in Bremen. Stattdessen macht die grün geführte Verkehrsbehörde einen Verkehrsversuch. Und dazu braucht es natürlich erstmal eine, na klar, Surferwelle. Das urbane Surfparadies ist Teil eines grünen Traums. Die bepflanzte autofreie Martini-Straße. Das soll hier jetzt monatelang in den unterschiedlichsten Varianten getestet werden. Was ist das jetzt für ein Kontextsprung? Wir haben erstmal eine Aussage mit, wir wollen von 2-spurig auf 1-spurig gehen. Ja, jetzt stellen wir uns diese Wasserdinger dahin. Okay. Zu dem Test gehören auch Liegestühle und noch viel mehr. Das wird ein Podest auf 2,50 Meter Höhe mit 2 Aufgängen und dient dazu, die Stadt aus der Vogelperspektive zu erkunden. Klar, was man halt so braucht beim Straßenrückbau. Weil man einfach auch mal was durchsetzen muss, umsetzen muss, machen muss, damit man auch sieht, dass es besser wird. Sperren die Straßen, wie gerade zu sehen war, und leiten Leute um, um einen Podest hinzustellen, für ein paar Wochen wahrscheinlich, und dann einen Rückbau zu machen? Ey, das hört sich mir eher an wie Steuergelder einfach wegwerfen. Oh nein, was ist das schon wieder? Wenn ihr die Straßen sperrt und dann da sitzt und sagt, ja, es hat sich doch voll verbessert, weil die Straßen werden auch nicht mehr so befahren oder die Quote ist gesunken. Ja, kein Wunder, wenn sie auch permanent gesperrt ist und dann die Leute einfach eine Alternative suchen. Dann streut sich aber das, was da nicht gemacht wird, woanders auf, Mann. Ganz ehrlich, ich find's Quatsch. Schön ist es ja teilweise, aber es ist rausgeschmissenes Geld. Ach, wieso? Dank der Corona-Pandemie ist doch genug Kohle da. Aus dem Fonds zur Bekämpfung der Pandemiefolgen kommen 600.000 Euro. Nur der Landesrechnungshof hält das für einen Reinfall. Das Projekt habe doch recht wenig mit der Bekämpfung der Pandemiefolgen zu tun. Ja, gut. Ich denke, Bremen mit einem Schuldenberg von 26 Milliarden und der höchsten Pro-Kopf-Verschuldung Deutschlands sollte das Geld anders investieren als in Freizeitspaß. Freizeitspaß? 600.000 Euro wurden dafür alles genutzt. Wie der Typ gerade gesagt hatte, sollte dann doch vielleicht mal drüber nachdenken, eventuell die Schulden zu begleichen. Aber nein, das braucht man ja nicht, weil Deutschland verschuldet sich immer mehr und mehr. Da gibt es dann irgendwie so eine schöne Steueruhr irgendwo. Das kriegen wir doch schon irgendwie hin. Und zur Not heben wir einfach den Steuersatz an den Leuten wieder einfach an. Es geht doch um ernste Verkehrspolitik. Auch nach dem Ende der Surfwelle ist noch Geld übrig. Für rund 500.000 Euro wird die Martini-Straße mit vielen bunten Markierungen versehen und zur Einbahnstraße auf Zeit. Zudem gibt's viele Poller und noch mehr bunte Markierungen. Verrückt. Wir probieren mal dies, wir probieren mal das. Was hier abläuft, es geht auf keine Kuhhaut mehr. Wirklich nicht. Ich verstehe das ganze Konzept einfach nicht. Ob es im Ergebnis richtig was bringt, wird man machen, dann feststellen. Absolut. Und natürlich gibt es eine Evaluation auf 57 Seiten. Das völlig überraschende Ergebnis der Gutachter? Eine Autospur in jede Richtung, links und rechts breite Fahrradwege. Diese Aufteilung der Martini-Straße habe sich bewährt. Das ist die verkehrssicherste Variante. Das ist eine Variante, wo Fuß- und Radverkehr viel mehr Raum bekommen, aber eben auch der Verkehrsfluss gewährleistet ist. Mit ein bisschen normalen Menschenverstand hätte man das auch gleich wissen
können. Aber erst dank der Versuche und... Erstmal Geld rauswerfen und dann sagen, dass wir das doch bauen. Ob jetzt das wirklich geholfen hat oder nicht, kann ich nicht sagen. Müsste ich mal angucken. Müsste ich mal rüber nach Bremen fahren und gucken, wie das ist. Aber in den Videos sah es auch gerade relativ voll aus, nachdem es einspurig wurde. Irgendwie muss man doch ihre Steuergelder sinnvoll benutzen, oder nicht? Der Evaluation weiß man das ganz sicher. Obwohl die eigentlich sinnvolle Lösung, nämlich eine Spur für die Autos in jede Richtung plus eine ordentliche Radspur, von Anfang an auf dem Tisch lag, das hätte man eigentlich so machen müssen, hat man verpasst. Dafür hat man 1,1 Millionen Euro ausgegeben, um nun das zu tun, was von vornherein geplant war. Aua. Einfach nur aua. 1,1 Millionen Euro, den man viel besseres Zeug machen könnte, was damals für 600.000 Euro technisch für Corona geplant war, beziehungsweise übrig geblieben ist. Ja, ein bisschen Freizeit so nach Corona. Ja, super. Machen wir einfach. Oh Gott, Bremen, Deutschland, was macht ihr denn so Schönes? Ah, und damit würde ich aber sagen, das war's mit dem Video. Danke, dass ihr da wart. Lasst gerne einen Kommentar da, ein Like, ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Und haut gerne Vorschläge für Reacts raus. Sonst bis zum nächsten Mal. Tschüssi.